Wenn ich drüber nachdenke, hat man irgendwo? Oh. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Moment. Wobei das mir das ja wahrscheinlich auch wieder nur Münzen bringt. Und absolut besoffen ist. Oh, never mind, hier ist eine Münze. Das ist die erste zufällig? Bringt mir das zufällig noch zu einem Secret Exit? Ja. Was ist diese Welt mit ihren Secret Exits? Ich blick die Welt nicht mehr durch. Ich wollte das ja eventuell ja heute noch durchspielen, aber ich glaube, wir werden einfach nur noch diese Welt beenden. Weil die irgendwie riesig ist. Ach ja. Hä? Moment. Wieso konnte ich da jetzt noch einen Feuerball schießen? Ich hatte mein Power-Up doch schon längst verloren. Oh. Welt 8 zieht sich auch ziemlich. Ja gut, dann machen wir heute nur noch Welt 7 zu Ende. Oh nice, schön in den reingesprungen. Frechdachs. Hier gab es die Massenorgie der Paracoopers, die sich wie fortgepflanzt, wie nichts. Jedem das Seine? Wenn man so Bock auf so eine Orgie hat, why not? Falls ihr euch gerade fragt, warum ich einfach nur da rumstand und mich hab treffen lassen. Ich weiß es nicht. Mario hat sich einfach nicht mehr bewegt. Wo ist jetzt der Hammer, Bro? Natürlich da hinten. Oh, Moment. Das nehme ich ja mit. So. Jetzt kann ich mich wenigstens wieder wehren. Gucken, wie viele Secrets ich noch finde. Das ist schon mal ein gutes Secret. Also, ne, Secret. Ein gutes Item. Muss ich darüber? Kommen wir mit weiter. Oh, ja, ja, ja. Da komme ich gerne hin. Ja. Massenorgie der Koopas. I see. Ist das Level auch wenigstens komplett. Wobei, hier fehlt ja noch die eine Münze, ne? Was? Oh, hab ich gedrückt. Ah ja, da. Was haben wir denn hier jetzt überhaupt? Oh, hier ist 7a. Okay, dann gehört das zu 7a. Okay. Was? Was bist du denn? Sterbe ich jetzt? Nein, okay. Wir sind immerhin immer in unserer natürlichen Umgebung hier. Kann ich da rein? Ja. Bist du da unten irgendwie hin? Moment. Hier fühlt sich Mario wohl.
Bei den ganzen Röhren. Na gut, da komme ich hier nur unten raus. Oh, wait. Das war eine Falle. Nein! Warum? Save alles nur für ein Leben, was ich hier mache. Oder für nichts, weil der Panzer despawned ist. Ja, das sag ich doch. Warum immer diese ganzen Mini-Pilz-Secrets? Bringt mir das was? Nein, das war wieder eine Falle. Oh, da ist mein Pilz noch. War noch nicht despawned. Okay, also da nicht. Da wahrscheinlich auch nicht. Die bringen mir ja auch alle nichts. Kann ich hier eh nur nach oben. Das war gemein. Oh, ein Minipilz. Wir haben ein Level mit einem Minipilz, was? Ja, toll, damit ich mir ein anderes Item hier aussuchen kann, oder wie? Ja, nö, behalte den Minipilz jetzt. Bäh! Als ob dem einfach den Arsch gekrochen ist. Das war alles? Ja, schon ein enttäuschendes Secret. Ich sollte vielleicht einfach mal ein bisschen warten. Ich weiß, das funktioniert meistens nicht so gut. Und niemand mag warten. Aber manchmal muss man das. Jeder hasst warten. Als ob, ich bin da genau an dir vorbeigesprungen. Wie viel Leben haben wir jetzt gerade spontan verloren? Zu viele. Vor allem, war der Checkpoint nicht hier oben eigentlich? Warum bin ich dann wieder ganz da unten gestartet? So. Da hinten sehe ich schon mal eine Münze. Gucken wir doch erstmal, wie ich da hinkomme. Nicht von hier aus. Hier durch? Ja, vielleicht? Nee, eigentlich? Doch nicht. Nein. Trepp. Durch? Nein, auch nicht. Ah, I see. Weißt du? Ich denke, mit dem Minipilz kann ich ja recht hoch springen. Aber nein. Irgendwie hat er gerade seine komplette Sprungphysik da verkackt. Und ist gar nicht so hoch gesprungen, wie ich es eigentlich erwartet hätte.
Wisst ihr aber, was das Traurige ist? Wir müssen den Minipilz ja jetzt bis zum Ende des Levels mitnehmen. Und mit in das nächste Level. Wo wir dann halt eben den halt auch noch brauchen werden. Wait, das war die dritte Münze. Schon wieder was verpasst, Junge. Wobei, ich habe zumindest eine Ahnung, wo ich was verpasst haben könnte. So. Dann versuchen wir doch immer jetzt ganz vorsichtig durch dieses Level zu gehen. Oh, ich kann die gar nicht greifen. Ich muss die kicken. Oh, nice, das hat gereicht. Wie komme ich da jetzt dran? Alle Gegner besiegen, maybe? Oder ich gehe mal in die Röhre rein? Kann ich nicht, okay. Ah, I see. Wir machen einfach alles kaputt. Und drücken einfach die Röhre weg. Wenn es weiter nichts ist. Ah ja, hätte noch das Leben mitnehmen können, aber... Kann ich den Checkpoint hier einmal mitnehmen? Danke. So, es ist gespeichert auf jeden Fall. Dann nichts wie raus hier. Jetzt kenne ich das Level, ja. Ich habe die Röhre einfach aus ihrer Existenz rausgeschoben. Nein, 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 nein! Oh, oh Gott! Iga da! So, dann haben wir das Level schon mal weg. Okay, dann zurück zu dem Level. Mach nicht diese. Ich hatte nicht vor, diese zu machen. Vielleicht jene. Aber auf diese hatte ich selber auch keine Lust. So. Oh, wait. Hier war der richtige Weg. Ja, da oben hin, da wo die Münzen sind. Da möchte ich gerne mal hin und mal gucken. Nein! Was ist mit Sonstige? Nee, niemand macht Sonstige. Okay. Checkpoint eben aktiviert. Da habe ich jetzt auch gerade keine Münze gesehen. Safe. Aber da komme ich auch nirgendwo hin. Lass mich nochmal hier runter. Runtergehe? Nee, komme ich auch nicht hin. Das war jetzt noch meine Vermutung, dass da hinten vielleicht die Münze irgendwo ist. Wo
Wo bist du versteckt? Komme ich eigentlich zu der Röhre, oder? Achso, irgendwo da von links. Hilfe. Da ging es ja nicht hoch. Kann ich bei dir rein? Nein. Und dann bin ich tot. Aber da bin ich auch schon wieder zu weit oben, weil die Münze ist ja eigentlich weiter unten. Ja. Von der Kante geflutscht. Frage an den Chat. Ist die Münze vor oder nach dem Checkpoint? Ja, ich bin wieder fast von der Kante gerutscht. Mario, bitte. Wollen wir mal gucken, ob das irgendwas bringt. Oh, tut es nicht. Hier nochmal hinten in die Ecke, wo man mit dem Mini-Pilz reinkommt. Vor. In Anführungsstrichen. Was bringt mir das? Warum sollte ich das hier tun? Ich würde das einfach mal so interpretieren. Theoretisch ist es... Ich würde mich eigentlich nur ducken. Theoretisch ist es vor dem Checkpoint, aber ich muss bis nach dem Checkpoint laufen, um irgendeine Röhre zu nehmen, um dadurch dann dahin zu kommen. Schön, dass ich immer weiter zurückgegangen bin. Von daher gucken wir uns mal hier oben noch die Röhren an. Genau andersrum. Heißt, ich muss eine Röhre von vor dem Checkpoint nehmen, um zu einer Stelle nach dem Checkpoint zu kommen. I see. Da muss ich mal gucken, welche Röhren ich hier noch nicht ausprobiert habe. Hier wäre jetzt der Checkpoint. Tut er mir jetzt weh? Nein, okay. Moment, was? Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Schade. Das hat nichts gebracht. Oder? Moment, vielleicht doch? Ah! Wunderschön. Ich glaube, manchmal muss man wirklich echt einfach diese Röhren ausprobieren, weil die war jetzt... Man dachte ja, die ist ja verbunden, also wird die ja dahin führen, aber... Nee, debated. Die hat woanders hingeführt. So. Schnell weiterlaufen. Lass mich einfach raus. Ja, die Münzen habe ich da auch gesehen, aber ich wusste jetzt auch spontan nicht, wie man da dran kommt. Dachte eher von oben. Na gut, dann haben wir das Level auch. Dann fehlt nur noch ein Level. Das ist unter mir. Das ist dann 7-7. Alulu. Oh no, it's a scrolling level. Oh Gott, und das auch noch. Das auch noch drauf.
How to make a level terrible. The easy way. Was? Oh, cool. Oh, never mind. Dann halt nicht. Und tschüss. Der Cooper dachte sich auch so, Bruder muss los. Nach oben, würde ich sagen. Dann. Einfach fallen lassen. Oh, nee, ich bin dumm. Ich habe gesehen, wie man drankommt. Mich einfach von den Donuts fallen lassen müssen. So, diesmal nehmen wir es mit. Der Bruder muss los, Cooper. Irgendwie. Okay, das Level scrollt auch ein bisschen schneller mit. So, schnell hin. Und zurück. Und jetzt kann gerne so Checkpoint. Ich hab mich schon wieder mit seinem Gedance durcheinander gebracht. Ah, da ist mein Checkpoint. Perfekt. Ich dachte so, ja, okay, der greift jetzt an. Und dann hat er einfach das getanzt und hat mich damit aus dem Takt gebracht. Okay, hä? Warum war die so billig einfach da an der Ecke? Also, ich beschwere mich nicht, aber... Warum war die so billig da einfach an der Ecke? Kann ich da rein? Nein. Aber da kann ich rein. So billig da an der Ecke. Viel zu rotlich Viertel. Strampeln für nach oben, beziehungsweise wir warten ein Momentchen. Jetzt sehe ich nicht, wo ich hinstrampel. Da gleich das Ziel hinter den ganzen Koopas. Yes, und tschüss. So, der führt mich jetzt wieder zurück nach oben? Nein, nach rechts. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt alle Ausgänge habe in dieser Welt. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich dann noch nach einem Secret suchen soll. Oh no. Das ist so ein Level. Den mochte ich schon in Super Mario World nicht so sehr. Laufen können. Die Bremse hat zu lange gedauert. Ich korrigiere mich, man hat aus SMW nur die schlechten Dinge genommen. Also die Level waren jetzt nicht per se schlecht. Die haben mir einfach nur nicht gefallen. Kann ich da drauf stehen? Ja. Wieso ziehst du noch eine Runde? Bist du blöd? Geh doch weiter an den Stachelnbällen vorbei einfach. Moment. Jetzt kannst du noch eine Runde drehen.
Ich warte dann mal hier so lange. Oh Gott. Der hat mich fast verarscht. Ich wollte eh keine Feuerblume haben. Alles gut. Schon ein bisschen knapp vom Timing, ne? Komme ich da jetzt dran? Oh! Help. Ich glaube, ich nehme eben meine Feuerblume noch mit. Einfach nur für den extra Hit. Oh Gott, ich kann den Abgrund fallen. I can't. I don't want to. Hi. So. Ja, fast. Ist einfach Lucky Lester. Braucht eine Sonnenbrille und will cool wirken. Sie! War's das schon? Ja. Weil man könnte sogar noch in den Abgrund fallen, wenn man da kurz nicht aufpasst. Lucky Tor. Geiler Name. So. Damit haben wir Welt 7 auch geschafft. Holy shit, hat die lange gedauert, die eine Welt, ne? Kurze Frage. Habe ich alle Exits? Auch alle Secret Exits? Oder habe ich irgendwo noch eine übersehen? Weil ich würde irgendwie vermuten, dass von 7a zu 7.7 vielleicht eine ist. Das sieht so unvollständig aus, dadurch den einen, der da fehlt. Ich weiß nicht, ob von oben nach unten oder von unten nach oben. Aber gut. Ich hoffe einfach, ich habe alle. Und dann können wir diese Welt abschließen. Dann können wir beim nächsten Mal dann Welt 8 dann machen. So. Zack. Sind alle. Perfekt. Gut. Also Welt 6 war super easy und super langweilig. Welt 7 war super anstrengend und super lang.